Hallo YouTube, hallo Zocker, hallo Strategiefans, herzlich willkommen zurück hier bei Nickfrei Zockt Crusader Kings 3. Letztes Mal haben wir alles durchgeguckt, wo wir Bündnisse herkriegen, wo wir machen können, tun können. Der hier, der liegt mir echt, der liegt mir so in der Nase, wirklich. Am liebsten würde ich über den herfallen, aber es bringt einfach nichts. Er ist nämlich mit dem hier verbündet, aber das ist der kleinere Verbündete. Der große Verbündete ist, weg. Der große Verbündete ist weg. Dänemark ist nicht mehr mit ihm verbündet. Truppen ausheben. Sofort Truppen ausheben. Alter, sowas Geiles. Was ist da passiert? Der war doch beim letzten Mal, war der doch noch. Ja, wenn wir das Herzogtum erobern, erobern wir sozusagen alles, was ihm gehört hier unten. Dann gehört ihm nur noch das hier, glaube ich. Und das können wir dann als nächstes überfallen. Ich würde ihn ja am liebsten ganz unterwerfen, aber das darf ich ja nicht mehr. Das haben wir ja schon gemacht. Ja, Wir könnten für den natürlich durchsetzen, bringt aber auch nicht viel. Wir könnten ihm... Gott, da unten Friesland hat er auch noch ein Herzogtum. Wir könnten ihm das Jarltum Halugaland abnehmen. Das ist das hier. Was würden wir mehr bringen? Das ist die große Frage. Also Moment mal, was blau ist, erober ich. Klicke ich das an, ist es das hier. Klicke ich es hier am Mittelland an, was hier steht, ist nur das hier. 188 Ruhm. Ich will den hier loswerden. Der stört mich hier. So, und die Truppen, die habe ich das letzte Mal falsch eingeschätzt, glaube ich. Dem sein Verbündeter ist mir ja egal. Komm, wir erklären den jetzt im Krieg hier. So, machen wir direkt mal hier Pause. Wieso kann ich nicht die Armeen ausheben? Wieso kann ich es nicht befehlen? Wie? Sammelpunkt. Was Sammelpunkt? Ich hab doch einen Sammelpunkt. So, ich will an dem Sammelpunkt alle ausheben. Hier alle aus. Wieso geht das nicht? Weil da die Truppen stehen. Die sind feindlich. Ich glaub's ja nicht. Was sind das für Truppen? Wem gehören die? Das ergibt doch gar keinen Sinn. So, dann heben wir die hier aus. Hier alle ausheben. Kriegt da gleich mal eins auf den Sack, dass der hier rumläuft. Boom, 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 boom. Machen sich unsere Truppen voll. So, der flieht schon. Lass ihn fliehen. Wir gehen direkt hier runter. Puh, das ist interessant. Er belagert hier drüben. Hä? So die gleiche Flagge, nicht? Also seine 1000 Leute kommen jetzt hier an wegen der Belagerung und wir marschieren hier runter Richtung seine Hauptstadt. Und der dreht wieder ab und läuft wieder zu uns. Man muss nicht immer alles verstehen. So, wir belagern. Mal gucken, wie schnell oder langsam das geht. Oh, neue Animation.
Ja, ich hätte vielleicht vorher noch dafür sorgen sollen, dass wir, wie heißt es so schön, Belagerungswaffen kriegen. Wie schnell es geht, dass die erwachsen wird. So, der belagert jetzt hier unseren Fürst, aber unser Fürst hat doch selbst Truppen. Will der nicht gucken, dass der auch mal irgendwie was macht? Ja, wir belagern dich, uns interessiert uns einfach nicht, was du machst, ja? Herzlich willkommen hier. Dass die noch nicht aufgeben, da unten ist doch schon weiße Flagge. Come on. Hier wird ganz schön belagert auf der Karte. Hier marschieren ganz schön viele Truppen von A nach B. Muss man aufpassen, wer da zu wem gehört, wer da was will. Irgendjemand ist irgendeinem Krieg beigetreten, ich hoffe nicht hier. So, wir haben den ersten belagert. Wir marschieren einfach mal volle Kanne auf die zu. Nee. Ja, rennt. Rennt um euer Leben. So, die belagern. Wir machen jetzt mal... wo war denn der Knopf? Moment. Zement. Wir machen mal eine Belagerungsstationierung. Das sind nämlich nur 517, die dann belagern. Glaube ich. Oder? Wer belagert hier? Ne, die sind belagernd. So, haben wir einen Feldherr, der gut ist, was Belagerung angeht. Pionier. Plünderer, Überfalltempo. Sohn und Champion. Belagerungsphase. So, der soll hier die Truppe führen. Und der hier. Da muss ich draufklicken. So, der ist ein das Verteidiger und Waldkämpfer. Plünderer, Überfalltempo. Bringt nichts. Pionier, Belagerungs. Phase, das seid ihr. Ja, wir sind ja gar nicht dabei, glaube ich, in dem Krieg. Wir kämpfen, soweit ich weiß, nicht mit. Den lassen wir hier drin. Er hat auch hier 23 Befehlshaber. So, und dann können wir den nämlich hier rüber schicken. Das heißt, die belagern hier. Der eine Teil belagert hier. Der andere Teil geht in den Verteidigungs- und Jagdkampf, um die gegnerischen Truppen zu stellen. Ach du Scheiße. Wieso verlieren wir das? Pause, wieso verlieren wir das? Niedrige Güte? Was geht denn ab? Wieso niedrige Güte? Wir müssen schicken. Der hat 23, der hat 23. Wir würfeln 8, er würfelt 6. Wir sind Waldkämpfer. Und wir sind hier im Gebirge. Das ist der Nachteil. Blöd, dass er sich verbünden konnte. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das kann böse enden. Wobei, Moment mal. Nein, wir sind doch das hier. Hä? Normalerweise bin ich auch auf der... Ja, ist egal. Ehrlich gesagt weiß ich nicht ganz, was hier gerade los ist. Nee, das war doch. Porco Miseria, das war doch ich. So, kriegen wir Söldner beigeschafft. Die sehen gut aus. So, die
Söldner, die müssen wir mal schnell hier engagieren, weil der hier unten, der braucht ganz dringend Verstärkung. Es läuft nicht. Er hat wieder Dusel. So, die wollen nämlich jetzt die Belagerung auflösen hier. Und das wird ihnen vielleicht sogar gelingen, wenn meine Söldner nicht rechtzeitig ankommen. Und sie kommen nicht rechtzeitig an. So. Es läuft. Sehr schick. Wo willst du denn hin, Alter? Ey, komm mal zurück jetzt. Rennt da über die ganze Karte. So, ihr seid nicht zum Belagern da. Ihr seid zum Kämpfen da. So, du... Boah, die rennen hier über die Karte, da kriegst du Zustände, wirklich. Ich habe jetzt zwei Niederlagen eingefahren, das geht mal gar nicht. Hallo, kannst du mal... Danke. Diese Latscherei immer. So, die Jungs, die fügen wir mal zusammen, dass die als eine Einheit hier runter marschieren sollen. Der rennt jetzt nämlich im Kreis, ja. Und wir verfolgen den und kommen jetzt noch mit einer zweiten Armee, die auch größer ist wie seine. Und wir kriegen ihn. So, mein Fürst, die Krankheit ist ansteckend. Seid vorsichtig. Mein Hofarzt hält mich zurück. Der von Krankheit gezeichnete Körper eines Gemeinen. Die Haut entstellt. Oh Gott. Also wir können den jetzt auf eine Feindstadt schleudern. Ja, das sind beides Anspannungssachen. Anspannungssachen machen wir nicht, weil das wäre gegen unseren Charakter. Das machen wir nur ab und zu mal. Also schleudern wir den Leichnam auf die Stadt. Ich weiß noch nicht, auf welche wir das jetzt geschleudert haben. Aber in Summe soll es hier sein. So. Obdach dabei geholfen, die Pracht des Reichs zu erkennen. Das ist sehr schön. Wir gewinnen Meinung bei unserem Verbündeten. So, die haben dann gestellt. Dann ziehen wir die noch mit dazu. Ich dachte, das wäre ich eben vorhin, aber das ist irgendwie... So, und jetzt kriegt er mal richtig auf den Sack. Dann jetzt gehen wir mit der... Unsere Armee gehen wir jetzt dahin. Ist das unsere Armee? Nein, nicht beide. Was machen die denn? Jeder sich selbst der Nächste. Was ist denn das hier? Spielt nervös an ihrem Ärmel, die Tür zu meinen Gemächern öffnet. Was treibt sie hier zu dieser Stunde? Ich bitte vielmals um Entschuldigung, doch ich muss euch mit vier Augen sprechen. Ich habe etwas sehr Interessantes herausgefunden. Hat das Geheimnis von Mellet aufgedeckt. Sie ist bereit, es mit mir zu teilen, wenn ich sie vom Haken lasse. Dann tauschen wir mal. So, wir machen mal Pause, weil dieser Trupp soll den hier weiterjagen. Und dieser Trupp soll hier belagern. Und das funktioniert wieder sehr gut. Not. So, die belagern hier, das sollte relativ gut vorangehen. Und die hier, die rennen dem nach. Und ich bin sogar am Überlegen, ob ich meinen Verbündeten hinzuziehen soll. Der hat nämlich auch noch 700 Truppen. Um dem Ganzen mal eine Wendung zu geben. Er hat mich da nämlich jetzt ganz schön gestriezt, bis ich die Söldner dazu gekauft habe.
ist denn das hier für ein Weg? Ja, ich muss euch aber auch ganz ehrlich sagen, ich bin am Überlegen. Das Spiel zu tauschen. Also, hier aufzuhören, weil ich merke, dass das Interesse von euch nicht ganz so groß ist, wie ich das gehofft hatte. Das macht mir unheimlich viel Spaß und ich spiele es auch gern privat weiter, aber ich habe so das Gefühl, dass das Video produzieren hierfür nicht ganz das ist, was ihr euch vorgestellt habt hier auf dem Kanal. Und dafür ein anderes Spiel mal wieder reinzunehmen. So, hier gibt es auch eine Schlacht. Keine Ahnung, welche das ist. Sein Verbündeter ist das, glaube ich. Der da mit seinen drei Truppen noch hochkommt. Ne, ich will da gar nicht. Ich will da gar nicht. Ich will doch noch gar nicht in so einem Nachrennen. Will den stellen. So, die hier haben hier die Hauptstadt belagert. Wir sind schon bei 27%. Deshalb muss ich ja mit dem versuchen, hier den Kampf zu suchen. So, und jetzt schickt der mal Truppen da runter und haut dem Verbündeten von dem mal auf den Sack. Eieieiei. Ich habe den Eindruck, der marschiert schneller. So, ich versuche den jetzt einzukesseln. Dem bleiben nicht viele Richtungen. Wenn wir dahin marschieren und von da die Truppen kommen, dann muss er sich eigentlich nach oben bewegen. Versuchen mal näher ranzukommen. Ich hoffe, wir stellen ihn im Kampf. Na, er geht wieder rechtzeitig weg, dass ich hier den Bogen laufen muss. Ne? Das ist wieder so typisch. So, und da läuft die Schlacht. Und wir ziehen den jetzt hier mit rein. Mit 2200 Mann. Obwohl wir es nicht bräuchten, ich will ihn, wenn es geht, ich will ihn richtig niedermetzeln. Einmal Zerstörung, please. Genau. Genau so. So, und dann kann der hier runter. Und das sind die Söldner, die können dem mal nach. Was haben wir denn hier? Da heben sie 71 Mann aus, ernsthaft. Das können 71 Mann groß machen. Außer mir in die Falle gehen. Wenn ich sehe, wie der sich bewegt, wie der zieht von A nach B, da kriege ich einfach nur Plack. So, wichtig ist, der hier belagert. Wir sind bei 26%. So, Streit im Lager. Bogi und Häuptling Makoko inmitten einer hitzigen Streitgesprächs. Ja. Was macht man da? Ja, es hat wohl funktioniert, weil sie schauen beschämt weg und wir kriegen alles Mögliche dazu. Also hat es wohl funktioniert, was ich da gerade gemacht habe. Ich bin so ein bisschen in Kriegslaune. Wenn ich in Kriegslaune bin, habe ich nicht so die Lust, alles zu lesen. Dann habe ich so mehr die Lust, dafür zu sorgen, dass mein Gegner möglichst schnelles Zeitliche segnet. Was ist denn das? Der marschiert hier hin und verschwindet. Wollt ihr mich verarschen? Ist das Nebel des Krieges? Seit wann gibt es hier Nebel des Krieges? Alter, ich will jetzt endlich gegen den kämpfen. Es wird doch mal Zeit jetzt. Komm. Jawohl, ja. Und vernicht ihn. Und nimm den gefangen.
Töte sie alle. Ist uns gelungen, alle platt zu machen. Da blieb niemand übrig. So muss das sein. So, wo ziehen seine 800 Mann rum? Da oben. Wo hat denn die schon wieder her, die 6? Geht er mir auf den Keks? So, da haben wir das alles erobert. Damit haben wir 42%. Wir können nicht hier rumlaufen. Nee, wir müssen hier rumlaufen, um dahin zu kommen. Es ist... Hallo, wieso haben wir Pause? Ich will... Wunder mich, dass keiner marschiert. Steht auf Pause. So, da schlagen wir die. Alter, nein, da will ich nicht hin. Pause. Jetzt muss ich Pause machen. Die ganze Zeit bin ich in diesen Tooltips. Wir haben erst 44%, weil ich zu wenig gegen ihn kämpfe. Ich muss seine Armee muss ich stark dezimieren. Dann geht das schneller hoch. Außerdem muss ich hier oben diese Ländereien besetzen. Vertrag mit Söldnertruppe läuft ab. Ehrlich jetzt, so schnell. Der Krieg geht aber auch nicht voran, ne? Wie viele Jahre kämpfen wir denn schon gegen die? So, jetzt aber mal, komm, eine schöne Schlacht. Wieso ist der König von Dänemark am Belagern von meinem Untergebenen? Kann man das mal ein Mensch verraten? Er ist wieder verbündet mit dem. Das ist ja gigantisch. So, da haben wir den geschlagen. Das ist schon mal gut. Und diese 1800 Mann schicke ich mal darüber. Ich muss wieder auf mein Land. Da kriege ich wieder Truppen dazu. Ich habe keine Ahnung, wer hier alles wieder unterwegs ist und wer hier wieder alles vorhat. Das ist so schwer, hier einen Überblick zu behalten, weil die im Krieg Bündnisse schließen und dann die Verbündeten dazu rufen. Und auch wenn ich jetzt 54% habe, der Käse ist noch lange nicht durch. So, da oben hat er schon wieder 600 Truppen zusammen. Da hat er 16, die da hochmarschieren. Das sind wahrscheinlich neue Ritter. Weiß nicht, wer sich hier bewegt. Das ist irgendein Plündertrupp. Ah, die Belagerung dauert aber auch viel zu lang. So, der Söldnervertrag ist abgelaufen. Ich habe die Hoffnung, dass wir nochmal an genug Geld kommen, dass wir nochmal ein paar Söldner dazu holen können. Ich hoffe nicht, dass dieser Dänenkönig mit seiner Armee, der baut nämlich hier gerade wieder die militärische Stärke auf, dass der hier noch bald mit seinen Truppen dazukommt. Ja, ihr seht ja nämlich, das ist genau das Problem. Wenn die sich jetzt vereinigen, dann sind es ungefähr so viel wie ich. Wenn er dann anfängt, hier freizusetzen, dann haben wir ein Problem. Wir sind erst bei 60%. Ich muss dringendst belagern oder seine Truppe da oben schlagen, die er jetzt irgendwie komplett weggezogen hat. Ich weiß noch nicht mal, wo der hingesegelt ist. Der ist irgendwo auf dem Meer unterwegs jetzt mit seiner Truppe. Und ich bin jetzt mit all denen hier im Krieg oder was? Hat er auch mit...
Der hat mit Öppland ein Bündnis gemacht, der hat mit Dänemark ein Bündnis gemacht, alles im Krieg. Wollen die mich irgendwie verarschen? Und das da hat er auch noch unterworfen in der Zeit, das ist ihm beigetreten, anstatt einfach nur ein Verbündeter zu sein. Also ich sehe, der Krieg, der dreht sich in die falsche Richtung. Ich habe das Gefühl, wenn sich nicht bald was ergibt, dass wir uns hier freisetzen können, indem wir sagen, Krieg beendet, wir haben unseren Anspruch durchgesetzt, habe ich das Gefühl, wir verlieren den Krieg. Obwohl wir 80% im Plus sind, sozusagen. Ah, ist das ein Mist. Ich muss schnell da hoch irgendwo noch was besetzen von dem. Wo ist denn die Stadt von dem hier? Da nicht, die wird gerade geplündert. Du kennst die Städte so schlecht, finde ich. So, weil die versuchen mit Masse hier das freizusetzen und ich muss auf 100, bevor die freisetzen. Ah, leck mich am Arsch. Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber ey, das kann doch nicht wahr sein. Wir liegen 84% vorne, der macht mal im Krieg 1000 Bündnisse. Und hat auf einmal das Dreifache an Männer wie wir und setzt seine Hauptstadt frei und dreht einen Krieg rum. Das kann doch nicht wahr sein, sowas. Wir holen uns guten Ruf, wobei wir den nicht lange verwenden können, glaube ich. Wo ist die Stadt, die ich belagern will? Wieso muss ich da rumdrehen, wenn ich hierher will, wo ich doch schon bin? Kann er nicht auf der Stelle rumdrehen, muss der erst da hochlaufen, um dann wieder zurückzulaufen. Oh, die Steuerung hier, wirklich. 44%, die haben das da unten freigesetzt. Ich krieg's kotzen. Entschuldigung, wenn ich das so sage. Ey, es ist doch nicht mal normal. Der war am Verlieren und macht einfach mal schnell ein paar neue Bündnisse. Wie kriegt man so schnell Bündnisse? Ich will auch so schnell Bündnisse machen. Am besten mit dem hier. Wie kriegt man so schnell ein Bündnis? Der hat ja nicht mal Truppen. Wenn will ich ja von ihm hier die Truppen. Mündel anbieten, Vormundschaft anbieten, Krieg erklären. Wie kriege ich ein Bündnis mit dem? Ja, nur durch Heirat, aber die sind alle schon verheiratet. Wie kriegt der so schnell mit Gott in der Welt Bündnisse und kann heiraten? Wieso geht hier die Belagerung nicht vorwärts? Armee in Bewegung in die Schlacht. Wieso Armee in die Bewegung in die Schlacht? Nein! Ihr sollt hier belagern, verdammte Hackendommer. Boah, das regt mich auf. Das hier regt mich auf. Der hebt überall am Arsch der Welt Truppen aus, um den Krieg zu gewinnen und hat auf einen Schlag 1000 Verbündete die Hauptstädte befreien. Und ich hatte schon 85% und jetzt dreht das komplett rum dank seiner Verbündeten. Ey, wir müssen uns was einfallen lassen. Ohne Scheiß jetzt, das geht so nicht. Wir müssen irgendwelche Könige töten. Vor 5 Jahren begann der scheiß fucking Krieg. Entschuldigung, wenn ich das so sage. Ich bin ja ein alter Sack. Das Mordkomplott hat überhaupt keinen Erfolg. Er hat eine Tochter. Ich kann da nicht... Während dem Krieg können sie keine Heirat anbieten, ja. Das ist klar. Während dem Krieg geht das nicht. Aber der kann's, ne?
Während er Krieg führt, kann der hier Bündnisse machen mit Gott und der Welt. Das ist nur Scheiße. Entschuldigung, wenn ich das so sage. Aber ey, das... Weil es zu lang gedauert hat. Ja, weil er mit seinen scheiß Trupps ständig durch die Gegend rennt und sich im Kampf nicht stellt und hier auf der Map einfach nicht einzufangen war. Aber jetzt muss ich da oben auch noch gegen die kämpfen, ernsthaft. Schmeißt er mir echt alles entgegen, um mir das Leben schwer zu machen. Ich bin halt einfach kein Strategiespieler. Also gar nicht das Spiel spielen, so erfolgreich ich es auch privat gespielt habe. Hier merkst du, wie schwer es sein kann, wenn mal wirklich alles gegen dich läuft und sich die Leute gegen dich verbünden. Wird die Kackbelagerung mal fertig jetzt langsam? Was macht der denn da oben? Der hier befreit alles und fängt jetzt an, uns zu belagern. Der Krieg, der dreht sich komplett. Wir werden verlieren. Ich habe das im Gefühl, dass wir verlieren. Unsere Gemahlin starb, das gibt uns Anspannung. Ja, es wird nicht mehr lange dauern, dann wird es auch uns zerroppen. Und wenn wir dann im Krieg sind und haben... Wir sind über Domänenschwelle. Warum sind wir über Domänenschwelle? Die belagern da unten alles zurück, was wir belagert haben, und belagern noch Gebiete von uns. Während wir hier oben unterwegs sind und versuchen, Städte zu belagern, die wir nicht finden und deshalb in die falsche Grafschaft laufen, wo nichts zu holen ist. Unsere Truppen, die verhungern langsam, aber sicher. Ja, kein Wunder, ey. Wenn ich sehe, was hier Truppen stehen, ja. 1700... 800, 1700 Leute, mit denen ich vorher überhaupt keine Probleme hatte, machen mir auf einmal Probleme. Und ich kann hier belagern wie ein Größenwahnsinniger. Es bringt nichts. Keine Siegpunkte. Nada. Die sind mehr, die machen innerhalb kürzester Zeit, besetzen die hier alles und dann läuft es gegen mich und dann haben wir einen Krieg verloren. Wir könnten eigentlich, bevor es grandios in die Hose geht, an dem Punkt, wo wir noch vorne liegen, einen Weisen, ja, er wird nicht annehmen. Klar, er gewinnt ja auch jetzt. Wie kann ich nur erwarten, dass einer annimmt, in dem Moment, wo er den Krieg für sich entscheidet? Die haben 4000 Truppen, ich habe noch 800. Fickt euch, wirklich, ey. Ich bin gerade richtig pisst. Er hatte kein Bündnis. Ich fange mit dem Krieg an. Auf einen Schlag hat er Bündnisse mit den Mächtigsten hier oben in der Gegend. Und die schicken alle ihre ganzen Truppen mal, weil sie ja nichts Besseres zu tun haben, wie mich fertig zu machen jetzt, ne? Das ist klar. Kann ich meinen Verbündeten mal in den Kampf rufen? Das wär echt schick. Nein, ich will nicht dahin laufen. Bleibst du da? Das ist das Problem. Du klickst irgendwas an und direkt laufen die Truppen los. Ich würde gern meinen Verbündeten in den Kampf rufen. Wie macht man das denn? Das hat doch früher auch immer geklappt. Ihr habt rechte Hand verloren. Alter Schwede, das gibt's doch nicht. Irgendwie muss ich doch meinen...
Der ist mit mir verbündet. Also müsste ich den doch als Verbündeten mit in den Kampf rufen können. Bin ich jetzt blöd? Ich stelle gerade fest, ich kenne das Spiel immer noch zu wenig. Also ich bin der festen Überzeugung, ich kann irgendwie meinen Verbündeten dazu rufen, aber ich habe gerade keinen blassen Dunst, wie man das macht. Ich wusste es mal, ich habe es nämlich schon gemacht, aber irgendwie weiß ich nicht mehr, wie man es macht. Aber die kauen sich hier die Zähne aus, habe ich so einen Eindruck. Was? Ich reise dich, wo war Sallen residiert? Als ich eingeladen werde, seine Residenz zu besuchen. Als ich dort ankomme, empfängt er mich mit offenen Armen, Führung in meisten Fällen dabei auf. Wie viel halbfertige Projekte er hat. Führt mich einfach in meine Gemächer. Baut sich Anspannung ab. Wir müssen Anspannung loswerden. Es läuft nämlich auch noch gegen uns, dass wir Anspannung haben. So, ich habe das da oben besetzt. Das läuft wieder ein bisschen in meine Richtung. Jetzt gehen wir mal hier rüber zum Verbündeten. Dabei laufen wir durch unser eigenes Land. In unserem eigenen Land müssten wir wieder Truppen aufbauen, weil wir eigentlich ja mehr Truppen haben wie 1100. Und wenn die Versorgung praktisch wieder aufgebaut wird, weil wir im eigenen Land sind, kriegen wir wieder Truppen dazu. Ja, wir haben die Belagerung hier unten verloren, jetzt kommen sie zur Hauptstadt. Die Hauptstadt ist allerdings, glaube ich, ein bisschen härter zu nehmen. Ja gut, wenn die natürlich mit so viel Truppen da reinmarschieren, dann ist auch die nicht härter zu nehmen. Leere Ratsposten. Jetzt sterben ja auch noch die Leute. Ja, ich will einen weisen Frieden anbieten, dann nimmt ihn ja nicht an. Rast für die Mühe. Lasst uns die Burg betreten. Dort warten sicher Schätze auf uns. Was? Ja, komm, wir versuchen's. Vielleicht haben wir Glück und kriegen Geld. Ja, ist nicht viel, aber ist was. Geld ist Geld. Vielleicht kriegen wir noch ein paar Söldner angeheuert. Hm? Wir bräuchten nämlich dringend Verstärkung. Die können wir, glaube ich, nicht nehmen. Ja, weil es zu hoch ist. Hier können wir uns verschulden. Ich glaube, die wären besser. Wir werben den mal an. Versuchen den mal hier hochzurufen. Und zwar so schnell wie es geht, bevor die anderen da zu uns kommen. Ja, und prompt latschen sie los. Die wollen natürlich jetzt sofort die Truppen schlagen, bevor die sich mit mir verbünden. So, wir laufen mal hier in den Wald und schicken den auch mal nur bis in den Wald. Weil wir haben hier einen, der im Wald besser ist. So, Pause. Dann verbünden wir die Truppen unter dem, der ein Waldkämpfer ist, und lassen die hier im Wald erstmal stehen, und vielleicht haben wir Glück und können dadurch eine Schlacht für uns entscheiden. Oder auch nicht, Klammer zu. So, weil ich muss jetzt irgendwie versuchen, diesen Kampf zu drehen. Es geht nicht anders. Ich will den Krieg gewinnen.
Was denn jetzt? Seid gegrüßt, Oberhäuptling Vigo. Ihr seid schwach. Jetzt erklärt uns noch einer den Krieg. Wollen die mich verarschen? Alle gegen mich, oder wie? Kommt der hier rüber marschiert und will auch noch Krieg führen? Diese kleinen Dreckspisser hier gehen mir echt auf den Sack. Entschuldigung, wenn ich das sage. Ich glaube, das Let's Play beende ich auch. Ich spiele das Spiel wirklich gern, aber ich weiß nicht, ich bin kein Stratege. Es läuft gerade alles gegen uns. Alles. Und ich sehe, dass die Aufrufe eh nicht so besonders tolle sind. Ich kämpfe schon seit Tagen damit. Soll ich Medieval Dynasty beenden? Soll ich das hier beenden? Ich bin die ganze Zeit schon am Kämpfen, weil, also nicht, weil es jetzt hier nicht läuft, ja, ich meine, ich bin kein Schönwetterspieler, ich würde mich hier auch durchkämpfen, wenn es überhaupt nicht läuft, aber ich mag ja, wenn ich nur noch 150 Aufrufe auf dem Video habe, dass es irgendwie nicht ganz so interessant ist wie die anderen Sachen, die ich spiele. Und ich habe mit Strategie, ich habe halt einfach mal getestet, ja. Ich habe mal ein Strategiespiel gemacht, das hier, und habe da mal getestet. Boah, Alter, wie lange dauert das Zurückbelagern? Jetzt mal ganz im Ernst. Das ist meine eigene Stadt. Da oben wird belagert. Ey, wie viel tausend Truppen brauche ich denn, um dieses Reich zu schützen? Jetzt mal ganz im Ernst. Da kommen immer mehr Söldner, die da hochmarschieren. Der hat auch bald 3000 Truppen dastehen, jetzt hat er hier 4000 zusammengezogen und... So, verwundet. Ich glaube, es geschieht um mich. So, da erschlagen sie unsere Champions. Den nächsten Champion erschlagen. Leute, ihr habt mich doch so weit. Ich will doch schon lange Frieden, ey. Ich versteh's nicht. Soll ich kapitulieren? Ich bin's leid. So soll's sein. So, wir kapitulieren. Dann lösen die ihre Truppen auf. Dann kann ich meine Truppen hier mal hoffentlich ein bisschen regenerieren. Und dann habe ich vielleicht eine Chance, dass ich den da abwehren kann, um mein Reich sogar einigermaßen zu erhalten. Weil das ist ja hier... Da, sag mal, du bist mit mir verbündet. Wie kann ich denn deine scheiß Truppen zu meinen hinzufügen und die rufen? Ey, das gibt's doch gar nicht. Trotz aller Autorität, die Oberhaupt ausübe. Ich mach den zu meiner rechten Hand, weil wir gerne eine rechte Hand haben. So. Ich schicke den mal dahin. Ich habe einfach die Hoffnung, dass die sich irgendwie wieder aufmunitionieren. Dass das mal wieder die Truppen werden, die wir brauchen. Dass mal wieder was zusammenkommt. Gegen wen kämpfen wir jetzt da? Jetzt hat der mir auch noch einen Krieg erklärt. Ach, wisst ihr was?
Den habe ich nicht mal gesehen. Wo kam der jetzt her? Ich will hier meine Truppen erholen. Ah, das war ein Plündertrupp. Da fängt der da an zu plündern und haut mal meine Truppen platt. Leute, es läuft so gegen mich. Ich habe null Luck. Ja, ich bin hier mit einem im Krieg, den ich locker besieg. Dann kommt der dazu im Bündnis. Dann kommen die anderen dazu im Bündnis. Dann erklärt mir da oben einer einen Krieg. Jetzt ist hier ein Plündertrupp am Werkeln, der dann auch noch meine Truppen dezimiert und in die Flucht schlägt. Ganz im Ernst. Es gucken 150 Leute, glaube ich, noch das Video. Ich habe das Gefühl, es läuft gerade voll gegen mich. Ich bin am Überlegen, ob ich es wirklich einstelle. Die zwei Projekte. Medieval Dynasty und das hier. Und so vom Gefühl her, denke ich, ist es soweit. Weil ich ärgere mich gerade hier über meinen Luck ohne Ende. Ja, es kann nicht nur gut laufen. Das gebe ich ja auch offen zu. Aber ich erwarte das auch gar nicht. Aber es ist schon arg derbe, wenn du dich auf deine eigene Stadt stellen willst, um dich mal wieder aufzustocken, was Leute angeht. Und dann steht da ein Plünderungstrupp vom Nachbarland, der 2000 Truppen hat und haut mal deine Truppen hier zu Brei. Und danach kommt der andere, der gegen dich Krieg führt und belagert da. Das ist ein Scheißwitz. Sorry. Das ist strategisch gut gemacht von der KI. Da spricht doch gar nichts gegen. Aber es ist halt ein Scheißwitz, dass das immer alles passiert, während du schon am Krieg führen bist. Also ich meine, wann haben die noch Zeit, die ganzen Bündnisse zu schließen und die ganzen Truppen zu verlegen? Und das hier, das geht auch nicht gut aus. So, was haben wir hier mit ungesunde Beziehungen? Immer wieder auf die Gegner schleudern die verseuchten Leichen. Das Einzige, was hilft. So, jetzt hoffe ich, dass ich mal ein paar Truppen von dem Gegner hier platt hau. Ah nee, da stirbt doch mal wieder einer von uns. Rogi wurde ermordet. Das ist einfach herrlich. Ja, und jetzt kommen seine zweiten Truppen dazu und keine Ahnung, wo er da jetzt die Leute her hat und ist Schlacht verloren. Ach, wisst ihr, Thema durch. Lass gut sein. Es hat keinen Tauch. Es läuft einfach nur noch gegen mich. Nix will klappen. Und dann trennt er sich wieder da oben. Was hat er da für Truppen, dass die meine Truppen schlagen? Die belagern da, wir kommen dazu. Der erschlägt erstmal einen von meinen Vertrauten und dann macht er meine Armee Metzel, Metzel, Schnetzel. Ich habe keine Ahnung, was die gemacht haben mit dem letzten Patch. Ich habe das Gefühl, das Spiel spielt sich anders. Ja, besetzt einfach alles. Was ist das überhaupt für ein Krieg? Um was geht's? Was wollen die? Unterwerfungskrieg. Das heißt, wenn ich kapituliere, unterwirft sich mein ganzes Reich den kleinen Pissern da. Entschuldigung, wenn ich das so sag. Und das sind kleine Grafen. Versteht ihr? Das ist das, was mich so frustriert. Das sind kleine Grafen, die kaum Truppen haben, die mit der Unterstützung von ihrem großen Typi, der 2000 Mann hat, hier ständig meine Truppen prügelt, damit die da oben alles schön belagern können. Ist das ein Witz oder wie? Was ist jetzt los? Wer ist denn jetzt schon wieder gestorben? Ah.
Bauernaufstand. Kommt auch noch dazu. I love it. Ich führe seit 20 Jahren Krieg und jetzt kommt noch ein Bauernaufstand dazu. So, kriegen wir jetzt mal endlich ein paar von denen gemetzelt, ja? Nein, es kommen wieder ein paar dazu, die sind eigentlich schwächer und trotzdem besiegen sie mich. Warum? Weil er 14 Champions dabei hat. 14 Champions! Komm, lass gut sein. Ich bin raus, das Projekt ist beendet. Macht's gut, bye bye.